Ich höre immer nur von meinen Girls, dass der schönste Moment in deren Tag ist, wenn sie ihren BH abmachen. Hi Liebe, ich bin's, Mikey, euer Unstable Stylist. People, welcome back to my channel. Ich qualifiziere ja als Viertelfrau, vielleicht halb, aber immer wieder jeden Tag lerne neue Sachen kennen über die Mädels. Eure Struggles, you know? Ich habe eine ganz interessante Liste entdeckt. Und zwar Struggles, die nur Mädels kennen. Welche davon ich nachvollziehen kann, werden wir heute sehen. Frauenklamotten haben sehr selten Taschen. Und wenn ihr dann Taschen habt, dann macht ihr den hier, immer in den Fotos. Warum ist es eigentlich so, warum Frauenklamotten keine Taschen haben? Ist es so, weil Frauen immer Taschen tragen und dann kann man die Taschen weglassen, weil die Taschen immer so einen komischen Fit in den Klamotten reinbringen? Kennt ihr diese Sachen im Leben, die man sozusagen, die man wahrnimmt? Man weiß das, aber man denkt nie drüber. Und dann kommt man zu einem Punkt, wo man drüber nachdenken muss. Und dann ist es so... Ja, ich weiß, dass viele Frauenklamotten keine Pockets haben, aber so wirklich drüber nachgedacht? Oh, girls, I'm sorry. Oha, ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Obwohl diese Ohrringe sind eh out. Na, girls, what do you think? This is nicht mehr in, oder? Das ist so, das war mal in, aber heutzutage gibt das so diesen, ich bin schwanger mit 14 Vibe, oder? Oder bin ich judgmental? Ich meine, es ist ja Style, es ist Fashion. Es gibt mir so einen Vibe, so, you know, how? Oder basic bitch. Bin ich judgy oder ist es real? Oh, das BH-Situation. Ich habe so viele BH-Sachen mal gelernt. Angeblich ist es so, dass die Mädels einen BH, der gemütlich ist, den ihr ganz oft benutzt. Stimmt das, Mädels? Weil ich höre immer nur von meinen Girls, dass der schönste Moment in deren Tag ist, wenn sie ihren BH abmachen. Ich hab mit einer Freundin mal richtig intensiv darüber gesprochen, warum. Das war doch so, dass dieses BH, das zieht hier, ne? Weil das hält es ja nach oben und dann zieht das hier und dann ist es immer hier und dann ist es dann so, dass es immer nach unten zieht oder ist das ganze Gewicht von dem BH dann da oben von dem... Ja, und dann zieht das und dann zieht man das auch so, okay? Ich kann es in einem Sinn nachvollziehen. Ich bin ja so ein bisschen mehr curvy. Und wenn ich meine Jeans ausziehe, weil bei mir ist es immer so, ich kann keine Jeans anziehen, die so zu hoch sind. Ich muss immer so ein bisschen Low-Waist anziehen, weil sonst macht der Bauch und alles andere so ein Wettrennen. Und dann, wenn ich dann zu Hause ankomme und dann das ausziehe und dann in so Stretch-Klamotten reingehe, Lord Jesus. Ey, Digga, ich bin in Frauenwelt. Ja, ich habe nur Frauenfreunde. Das ist mir niemals aufgefallen. Oh, girls, I'm so sorry. Es gibt drei Mädels am Tisch neben mir, die besprechen den Abend davor. Von was ich verstehen kann, die haben eine Handynummer, den die zu komischen Typen. Und jetzt lachen die über die ganzen thirsty Messages. Das ist nicht schlecht. Das werde ich, glaube ich, auch machen. Das ist voll die genius Idee. Aber guck mal, manche Typen, ja, oh mein Gott, ich bin ja immer mit den Mädels unterwegs, ja. Und wenn manche Typen die angeiern, ey, das ist das Grenzen manchmal an Harassment, ja. Ey, ohne Spaß, was manche Typen als Gespräch bezeichnen, bezeichnen andere Leute dieses Gespräch als Belästigung. Ohne Spaß. Oh, das kann ich nicht nachvollziehen, aber ich kann versuchen, es zu verstehen. Kann man das wirklich nicht bleachen, Leute? So, dass es so rausgeht? Habt ihr das schon mal versucht? Was ich immer mache, ich habe ja manchmal so Deo, so gelb hier. Und Oxy funktioniert nicht. Und so Don Chlorix macht es noch gelber, ne? Was ich mache ist, ich gehe zum Friseurbedarf. Okay, das ist so eine Mikey-Welt. Aber versuch mal ganz kurz. Ich gehe zum Friseurbedarf und hole mir Blondierung und 12% Oxidant, was ich nie für Haare benutzen werde. Also die billigsten. Und dann mische ich das so an und dann mache ich das dann da drauf und dann schmeiße ich es in Waschdingen. Sollte ich wirklich diese Tipps weitergeben? Weil vielleicht, wenn es nicht so komplett rausgewaschen ist, ist es ja nach unten und dann ist da noch Oxidant und Ammoniak. Okay, hört nicht auf mich. Don't do that, don't do that. Aber vielleicht funktioniert das ja. I'm just saying. Aber... einen großen, fetten Aber. Nachdem ich diese Prozedur, ich habe so Prozeduren in meinem Leben und ich nenne das immer so Prozeduren, so 4, 5 Mal gemacht habe, kriege ich hier Löcher drin. Also vielleicht war das ein bisschen verkehrt. Boah, das ist echt Struggle, ne? Wenn man so geile Unterhosen hat und dann kommen die Tage. Oh nee, Mann. Oh nein. Oh nein. Girls, I feel you. Oh! Oh! Ha! Aha!
ja, das ist die Werbung. Kennt ihr diese Werbung, wo die so ihre Gesichter so wie Göttinnen so waschen, so yes, und dann die Haut ist dann sauber. So sieht das in Realität nicht aus und ich kann auch dafür euch sprechen, ja. Ich schminke mich ja, also ich bin jetzt zum Beispiel jetzt komplett geschminkt, aber ich schminke meine Augen ja nie wirklich. Und wenn ich das mache, diesen Pain, das zu entfernen und hier, wie die Medien zeigen, wie die ihre Gesichter waschen in diesem Werbung so, Sir, bitch, have you tried that? Wenn wir das machen würden mit dem Make-up von heutzutage, ja, dieses Gesichtsblushen, das würde als Setting Spray, das würde euer Make-up nochmal erfrischen, weil heutzutage ist der Make-up-Style so viel gepudert und so viel gesettet, da kann nichts mehr rutschen, da kann ein Erdbeben passieren, ich sag euch, da wird ein Gebäude mehr beben als hier das Foundation. Ich finde, ich glaube, es ist schwieriger für Frauen, aber... Oder kleine Männer ist es auch, I don't know, ich finde Jeans kaufen ist überhaupt das Schwerste. Ich habe zum Glück eine Jeans entdeckt, die habe ich mir 6-mal gekauft in derselben Farbe, weil ich Angst hatte, dass die irgendwann mal rausgenommen sind. Und 2 davon sind komplett unbenutzt und die sind noch von vor 3 Jahren. Oh, ich habe deswegen Jogginghose for life. People, wir müssen anfangen, der Gesellschaft anzutrainieren, dass Jogginghose das Outfit ist. Jogginghose ist ein Menschenrecht. Jogginghose ist Leben. Ich habe eine Theorie, dass wenn jeder Jogginghose trägt, die Welt wäre viel schöner, es wäre weniger Kriminalität, weniger dies und das. Jogginghose ist Leben. Oha. Ey, das stimmt, so Sachen für Frauen sind immer tendenziell pink gemacht, weil die nehmen an, dass Frauen pink mögen. Und für Männer ist es immer weiß, blau und grau. Das hat mit der Gesellschaft zu tun, weil die letzten paar hundert Jahren, seitdem die Menschen sich so weiterentwickelt haben, ist dieses Gendering irgendwie gestandardisiert und das ist alles in unser Kopf eingebrannt, dass Männer blau sind und Frauen pink. I have no idea why. Warum ist es so, dass wir so manche Farben mit Gender assoziieren? Denkt ihr, ist es in der Biologie? Oder ist es einfach nur, weil irgendjemand einfach mal entschieden hat, okay, blau ist Mannfarbe, hat den Mann-Vibe. Und das haben die dann immer so weitergemacht und irgendwann mal ist es so in unseren Kopf eingeprägt, dass wir das mit männlich assoziieren und das andere als weiblich. Das ist irgendwas, was ich recherchieren werde. Oh mein Gott, das höre ich immer voll oft. Stimmt das wirklich, dass die Titten das machen, was sie wollen? Dass die immer so hin und her schwingen, eine fällt dann raus und dies und das? Ja, aber es würde schon Sinn machen. Das bin ich. Wenn ich sauer bin, sehe ich aus wie so ein Eichhörnchen. Kennt ihr das von meinen Clickbait-Reactions? Oh, das kann ich auch verstehen. Das ist mein Job, people. Jedes Mal nach dem Haarewäschen in dem Ding muss ich die Haare rausholen. Oh, oh. Das habe ich einmal in meinem Leben erlebt. Strumpfhosen machen immer, was die wollen, ja. Ich hatte mal eine Performance, wo ich so wie Beyoncé aussehen musste. Und dann hatte ich so, genau, den ganzen Situation an. An dem Tag ist mir aufgefallen, wie das Dingens immer runtergerollt ist. Und wie diese Strumpfhose an allen Seiten irgendwie gerissen wird, wo das an Sachen hängen bleibt. Irgendwie ist es ungemütlich. Seid ihr ungemütlich, wenn ihr das anhabt? Oh, es ist echt anstrengende Frau zu sein, ne? Oh mein Gott. Oh, ja. Das war mein Struggle mit der Hose, weil ich es nicht anziehen konnte. Die Hose musste ja bis hier, aber irgendwie ist es da unten hängen geblieben. Ich dachte, das ist nur bei mir, weil ich dann so dick bin. Ist es wirklich für euch so? Dass es nie irgendwie sitzt da ganz oben? Ey, wie macht Beyoncé das eigentlich auf der Bühne? Tanzen, singen und dann gleichzeitig noch diese ganzen unbequemen Klamotten. Girls, ich gebe euch einen Nobelpreis gerade, ja? Okay, dass ihr diese Situations jeden Tag situaten muss. Ich habe selber so einen Jumpsuit und an diesem Abend ganz normal meine Kölsche gesoffen. Mir ist nie aufgefallen, dass man eine Situation hat, wenn man auf Klo geht. Und dann musste ich mich tatsächlich wirklich fast komplett ausziehen und dann konnte ich auf Toilette. Und nach dem ersten Toilettengang bin ich nicht mehr auf Toilette gegangen. Habe ich nicht mehr getrunken. Ich habe nur ein bisschen hier und da, ein bisschen an meinen Shots angenippelt, weil ich Angst hatte, auf Toilette zu gehen, weil es war Drama, people, okay? It was Drama. And then like, oh my God, nee, ja. Das ist voll unpraktisch, ne?
Ah, oh, das kenne ich. Jedes Mal, wenn ich meine Beine rasiere, denke ich nicht an meine Zehen. Und dann, weil ich sehe die Haare jetzt nicht, weil die sind ja jetzt noch existent. Aber wenn ich meine Beine komplett rasiert habe, dann sehe ich das da unten erst recht, dass da so ein paar Härchen sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel mehr über meine Girls gelernt, als ich dachte. Ich dachte, ich kannte schon viel, aber anscheinend kenne ich gar nicht. Ich kenne nur so ein paar Struggles. Ich kenne den Struggle, dass wenn euer Make-up anfängt zu cracken oder den Struggle, dass mit dem Gesichtsreinigen. Girls, einen Award an euch, dass ihr es schafft, jeden Tag aus dem Haus zu kommen. Die Jungs, die jetzt zugeschaut haben, ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Ich sehe die Welt gerade komplett anders. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ich kann das nicht mit den Daumen hoch. Abo da nicht vergessen und wir sehen... Oh, Glocken-Situation. Und dann sehen wir uns morgen, übermorgen oder gestern. I love y'all. Bye, bye.